Servus Wikinger, Ubisoft hat's mal wieder geschafft, Valhalla Disaster in der Weihnachtswoche. Außerdem gibt es eine neue Quest. Bleibt dran, lohnt sich. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, konntet im kleinen Familienkreis feiern und habt das ein oder andere coole Game abstauben können. Bevor das Video startet, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wer keinen kurzen News- und Guide-Videos zu Valhalla verpassen möchte, sollte überlegen, ein Abo dazulassen. Ubisoft selber ist nicht wirklich gut in die Weihnachtswoche reingestartet. Vorab kam ja das Julfest raus und das war ja richtig verbuggt. Ich glaube, jeder von uns hatte massenhaft Probleme mit diesem Fest. Die Quests waren verbuggt. Ich hänge jetzt aktuell noch bei der zweiten Quest, muss ja dieses Fass abliefern. Der Questmarker ist irgendwo in der Pampa und ich habe dort alles abgesucht. Ich weiß nicht, wo ich dieses Fass abliefern soll. Falls das einer von euch weiß, wäre es mega cool, wenn ihr es in die Kommentare reinschreibt. Aber auch so, man ist zu Beginn, wenn man sich einloggt, betrunken über 3 Minuten oder 2 Minuten und teilweise ist das Fest bei manchen Leuten nicht mehr da. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Ein Desaster nach dem anderen und in der Weihnachtswoche ab dem 22. Dezember ist Ubisoft nochmal ein riesiges Desaster passiert. Haben vielleicht viele von euch nicht mitbekommen. Es ist wirklich unglaublich, ich weiß nicht, also wie sie das geschafft haben, ist schon wirklich legendär. Bevor wir aber zu den negativen Schlagzeilen kommen, kommen wir erstmal zu den coolen, denn wir haben eine neue Quest bekommen. Sie heißt Der Weg des Berserkers, kommt vielleicht einigen von euch schon bekannt vor, denn es war der Vorbestellerbonus von Valhalla und nun hat es eben Ubisoft für alle reingebracht, egal ob man das Spiel jetzt eben zu Release geholt hat, irgendwann im Dezember oder November oder jetzt in der Zukunft kann jeder diese Mission abschließen. Freischalten tut ihr diese neue Quest über Ubisoft Connect, einfach draufklicken auf Belohnungen und dann eben auf Weg des Berserkers, kostet 60 Punkte. Falls ihr zu wenig Uplay-Punkte habt, müsst ihr einfach Erfolge abschließen in irgendeinem Ubisoft-Spiel. Ich denke aber, die meisten von euch haben genügend Punkte und dann könnt ihr euch die Quest einfach kaufen. Und ihr findet dann einen neuen Brief in eurer Posttruhe im Langhaus und dann wird die Quest auch aktiv geschaltet. Sollte man unbedingt abschließen. Sie hat eine sehr coole Geschichte und gleichzeitig bekommt man auch ein paar XP. Man steigt 1 bis 2 Level auf und bekommt am Schluss auch einen Wikinger-Krieger als neues Besatzungsmitglied und das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Kommen wir nun zu den negativen Neuigkeiten und zwar ist ein neues Paket erschienen und zwar das Premium Starter Paket und das hat es wirklich in sich. Es ist also wirklich unglaublich, dass dieses Paket online gekommen ist. Ich habe es mir gekauft, um euch eben zu zeigen, dass man es sich auf jeden Fall nicht kaufen sollte. Und warum, seht ihr auch gleich. Wie ihr schon sehen konntet, kostet dieses Premium-Paket stolze 29,99 €. Kam am 22. Dezember raus in der Weihnachtswoche und ist eben ein absolutes Desaster. Was ist dort drin? 2300 Helix-Credits ist erstmal okay. Dadurch kann man sich andere Sachen vom Echtgeld-Shop von Valhalla eben kaufen. Ein Schiff Paket, Eisenwolf heißt es, schauen wir uns gleich im Detail an, genauso wie 4 weitere Waffen, schweres Schild heißt Kraken, schauen wir uns auch gleich an, ein Königsschwert, Dokalfa, Bogen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und eine Stoßzahnaxt. Wenn wir uns das Premium Starter Paket im Detail anschauen, wird euch gleich etwas auffallen und es ist unglaublich, dass dieses Paket live gegangen ist für stolze 30 €. Wir haben als allererstes das Schiffspaket, den Skin, er sieht echt nicht schlecht aus, wir haben jetzt hier vorne einen Wolf aus Metall am Bug und hinten am Heck haben wir nochmal einen kleinen Wolf, der in den Himmel schaut und eben wahrscheinlich heult. Ist echt nettes Schiffsdesign, schwarz-weiß gehalten, kann man echt nichts Schlechtes sagen. Die Waffen haben es aber wirklich in sich und dass das live gegangen ist, ich weiß nicht, wer das überprüft hat oder so, aber das ist wirklich unglaublich. Wir haben unten 3 Nahkampfwaffen, als allererstes eine Axt. Von der Optik wirklich okay, sieht ganz nice aus, sind alle eben, ja, ganz grau noch, nicht hoch gepusht. Auch das Schwert sieht echt cool aus von der Optik her. Finde ich mit das schönste Schwert, was man aktuell haben kann. Aber Vorsicht! Und als nächstes haben wir hier noch ein besonderes Schild. Das Krakenschild ist eben ein Kraken drauf, hat auch echt eine coole Optik. Und zu guter Letzt haben wir auch einen weiteren Bogen hinzugekommen. Und der sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Alle Waffen sind von den Werten eben ja ganz unten. Man muss sie eben erst nach oben pushen. Man kann sie auch aktuell nur einmal aufwerten. Dann sind sie eben Max. Und was ihr auch sehen könnt, diese Waffen haben keine Vorteile. Das ist auf jeden Fall richtig nice, was Ubisoft hier gemacht hat. Man kauft sich hier für 30 € ein Paket und die Waffen sind aktuell einfach absoluter Crap, haben keine Vorteile drauf. Ihr seht hier die ganz normalen Waffen, alle Vorteile eben drauf. Seht ihr auch hier, man geht auf diese Waffen drauf, man hat einfach keinen Vorteil.
Ich weiß nicht, wer dieses Paket überprüft hat, aber ich muss ehrlich sagen, das ist schon ein richtig fettes Desaster, zumal man da eben aktuell 30 Euro ausgibt und dann einfach nichts bekommt. Auch wenn man zum Schmied geht und diese Waffen verbessern möchte, in der Hoffnung, dass da ein Vorteil dann drauf ist, wird hier nämlich enttäuscht, denn beim Schmied tauchen diese Waffen gar nicht im Inventar auf, sie sind einfach unsichtbar. Heißt, aktuell sind diese Waffen einfach Müll, bis Ubisoft das Ganze irgendwann mal patcht. Bin da echt gespannt, was diese Waffen dann später für Boni drauf haben, denn von der Optik sehen sie echt cool aus. Aber ja, absolutes Desaster, dass diese Waffen einfach nicht fertig programmiert sind und für Echtgeld eben angeboten werden. Das finde ich schon, ist echt ein hartes Brett und hier schon Desaster in der Weihnachtswoche. Ich weiß nicht, irgendwie hören die Bugs in Valhalla einfach nicht auf. Ich finde es sehr, sehr schade, das Spiel ist schon echt cool, aber die Bugs machen es irgendwie kaputt und Ubisoft bringt die Sachen immer zu früh raus und testet sie meiner Meinung nach nicht wirklich durch. Ist einfach wirklich enttäuschend. Sobald diese Waffen dann irgendwann mal Vorteile drauf haben und man sie aufwerten kann, werde ich nochmal ein separates Video machen für euch, ob diese Waffen taugen oder nicht. Aber aktuell sollte man unter keinem Umständen dieses Premium-Starterpaket kaufen. Denn wie gesagt, die Waffen kann man aktuell überhaupt nicht gebrauchen. Sie sind einfach extrem schlecht, haben zwar eine nice Optik, aber Optik bringt natürlich einem Spiel auch nicht weiter. Falls ihr wissen wollt, was für Vorteile die Waffen in Zukunft drauf haben werden, wenn es Ubisoft gepatcht hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Sobald das nämlich passiert ist, werde ich sofort ein Video hochladen und euch zeigen, was diese Waffen drauf haben. Das war's soweit vom Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Aber ich finde es einfach unglaublich, dass man sowas für Echtgeld kaufen muss und dann funktioniert es eben nicht. Ist schon ein krasses Desaster. Wenn euch das Video informiert und geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und wer mehr zu Valhalla sehen möchte, kann wie immer gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.